Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und diesmal gibt es ausnahmsweise kein Spiel, kein Gameplay, kein Sterbesimulator, sondern nur mich in meiner wahren Person. Nein, stimmt gar nicht. Meine wahre Person ist gerade draußen und verfolgt Verbrecher. Ich bin nur da, um euch abzulenken. Also, was mache ich hier eigentlich? Eigentlich bin ich ja doch da, um euch ein bisschen Infomaterial zu geben. Und zwar eigentlich, in erster Linie brauche ich erstmal Info von euch. Ja, es geht nämlich um Let's Play von mir. Und zwar das Tomb Raider Let's Play. Tomb Raider 2013, um genau zu sein. Und meine Frage an euch, weil ich nämlich festgestellt habe, dass verhältnismäßig wenig Leute dieses Let's Play gucken, und ich kann es ihnen nicht mal verübeln, weil ich war ja wieder mal viel zu spät dran. Der Arti, der kommt immer zu spät. Mhm. Das Problem bei diesem Let's Play sind tatsächlich wirklich die Aufrufe, und ich bin mir da nicht mehr so sicher, ob ich es wirklich weitermachen soll. Und bevor ich das Ganze jetzt beende und für mich alleine fertig spiele, was ja jetzt auch nicht so dramatisch wäre, wollte ich einfach mal euch fragen, ob ihr wirklich auch sagt, ja, ist in Ordnung, spiel's für dich alleine, es ist kein Problem, es gibt eh schon viel zu oft da draußen in der weiten YouTube-Welt, und da mach ruhig so und so weiter und so fort. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu meint. Soll ich's beenden oder wollt ihr weiter Tomb Raider bei mir gucken? Zumindest die zwei, drei Leute, die das tun. Das würde ich gern von euch wissen. Das wäre sozusagen mein erstes Anliegen. Und alle weiteren Punkte, keine Angst, das sind keine Anliegen an euch, das sind eher Vorschläge. Nämlich geht es um das Thema Let's Play. Weil wir ja gerade schon dabei sind, hat das schlaue Arti... Was? Der Arti ist schlau? Manchmal. Aber nur manchmal. Meine Idee zu diesem ganzen Thema war folgende. Und zwar könnt ihr mir unter dem Hashtag ArtSpielt, hier, dürft ihr mir gerne Spiele vorschlagen, die ihr als Let's Play bei mir auf meinem Kanal angucken würdet, wo ihr Spaß dran hättet. Ich suche mir dann immer wieder, wenn mal was Zeit ist, wenn auch genügend rankommt, suche ich mir dann das ein oder andere Spiel aus und werde das dann Let's Playen. Je nachdem, wie viele Projekte gerade am Laufen sind oder wie die Zeit das halt gerade zulässt. Man muss ja schließlich ein bisschen auch auf seine Zuschauer eingehen. Man soll ja nicht immer total egozentrisch und egoistisch nur auf dich gucken. Und den ganzen Scheiß halt, wisst ihr ja alles, wisst ihr. Was erkläre ich euch das? Schlagt mir unter dem Hashtag ArtSpielt ein paar Spiele vor, die euch gefallen würden, bei mir als Let's Play zu sehen. Und ich werde das dann tun, sowie dass meine Spielebibliothek und meine Zeit und die Ressourcen zulassen. Und ja, dann freue ich mich schon drauf auf eure Vorschläge. Das nächste Thema, was ich habe, befasst sich auch wieder mit einem schönen tollen Hashtag, weil der Arti ist schlau und der macht ganz viele Hashtags, weil sonst macht das ja keiner, und gibt's ja noch die Santa Mea und so, da muss der Arti was ändern dran. Und deswegen, ne, habe ich gleich schon wieder ein neues Hashtag für euch, nämlich ArtStreamed. Ja, und wie der Name schon sagt, handelt es sich um meine Streams. Ich möchte nämlich nicht die ganze Zeit ständig in jedem Tag, an dem ich streame, ein und dasselbe Spiel mit euch spielen, sondern möchte auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, und ich möchte da auch eure Meinung dazu haben, beziehungsweise eure Vorschläge. Unter Hashtag ArtSpielt dürft ihr mir Vorschläge an Spielen bringen, die wir gemeinsam im Stream spielen können. Worauf ihr Bock habt, nicht nur immer ich, sondern wir gemeinsam, sage ich jetzt mal. Ihr dürft mir da Spiele vorschlagen und ich suche aus diesem vielen Spielefundus, aus diesem großen Spielefundus, ich hoffe, dass er groß wird, suche ich dann einfach immer ein Spiel aus, und das spielen wir dann im Stream, und wenn es allen zusagt, dann spielen wir das auch bis zum Ende im Stream. Also nicht in einem, ne, das dürfte klar sein, je nachdem, was es für ein Spiel ist. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall auch wiederum auf Vorschläge von euch, auf eure Spieleideen. Und ja, dann sehen wir uns da beim nächsten Mal vielleicht zu einem von euch vorgeschlagenen Spiel in meinem Stream. Das nächste Thema, weil wir ja schon wieder beim schönen Thema Stream sind, der gute Hellrox hat sich die Mühe gemacht und hat einen kleinen Streamplan ausarbeitet. Ein Streamplan deswegen, weil ja doch ziemlich viele Streamer irgendwie unter der Woche jetzt versuchen zu streamen, und man will sie ja nicht gegenseitig in die Quere kommen. Und da habe ich mir gedacht, beziehungsweise hat der Hell sich gedacht, einen kleinen Plan auszuarbeiten. In diesem Plan steht jeder dieser Streamer drin,
plus seine verschiedenen Seiten seiner Persönlichkeit und ja, da könnt ihr euch dann eine Seite aussuchen. Schwieriges Wort. Zeiten. Das ist wie Paracetamol, Prophylaxe, Schiffskapitäns, weiß ich nicht, und schlag mich tot. In diesem Plan findet ihr Zeiten von jedem dieser Streamer, wann er streamt, an welchem Tag er streamt. Und diesen Streamplan verlinke ich auch unten in der Beschreibung und den könnt ihr auch wiederum auf meinem Streaming-Kanal auf hitbox.tv/artandgamestv einsehen. Unten bei dem ganzen Beschreibungszeugs und so, ne? Also da kann man auch mal ein bisschen reingucken. Ist zwar nicht so viel interessantes Zeug drin, aber man kann es mal lesen. Und unter anderem die Chatregeln. Ja, genau, der Streamplan. Und der besagt Folgendes für mich persönlich jetzt zum Beispiel, dass ich in Zukunft immer dienstags, freitags und samstags streamen werde. Und ich habe mir auch überlegt, an den jeweiligen Tagen speziell Bereiche abzudecken. Jetzt habe ich den Faden verloren. Da ich euch ja nicht dauernd mit einem und demselben Spiel belästigen will, habe ich mir gedacht, okay, komm, du machst jetzt so. Du spielst am Dienstag zum Beispiel nur das, am Freitag spielst du nur das und am Samstag spielst du dafür das und das und das und das und das und das und vielleicht auch noch... Nee, das wollte er gar nicht sehen. Dienstag zum Beispiel Sachen wie Deponia, Harvest Neue Augen etc. Alles, was in diese Rubrik reinfällt. Und für diesen Dienstag könnt ihr mir natürlich auch Spiele vorschlagen, die ihr gerne sehen wollt, unter dem besagten Hashtag. Und Freitag habe ich eigentlich so geplant, so ein bisschen storybasierte Spiele zu spielen. Vielleicht auch Spiele, die ein bisschen länger dauern. Momentan habe ich da ja schon ein passendes Spiel, Witcher 3, nämlich Samstag. Ist dann der nächste Tag und am Samstag habe ich mir gedacht, da spielst du Spiele, mit denen du mit anderen Leuten zusammenspielen kannst, wie zum Beispiel Subadium, Rainbow Six Siege, vielleicht Battlefield oder Terraria oder andere Spiele, die ihr mir vorschlagen könnt, in denen wir gemeinsam spielen können. Und ja, Samstag wird Open End sein. Die anderen Tage gehen maximal bis 23 bzw. 12 Uhr, 0 Uhr besser gesagt. Und Samstag ist Open End Stream und maximal 3 Uhr. Naja, kann der Art nicht. Nee, länger macht er nicht. Nee, der doch nicht. Der wird ja eh schon um 9 Uhr auf. Das ist der Pfff. Um 9 Uhr in der Früh. Was? Wer sagt denn sowas? Ja, auf jeden Fall. Das ist so das, was ich euch mal ein bisschen nahe bringen wollte. Und was bleibt abschließend noch zu sagen? Natürlich ein riesengroßes, richtig geiles, fettes Dankeschön an euch. An alle von euch, die jetzt dieses Video schauen, die meine anderen Videos schauen und die sonst immer in meinem Stream sitzen und so fleißig mit dabei sind und mich und euch gegenseitig unterhaltet. Ihr sagt mir, ey... Wir haben Spaß bei dir zuzugucken und genau das ist nämlich ausschlaggebend dafür, dass ich auf jeden Fall weitermachen werde und auf jeden Fall weiter versuchen werde, euch zu unterhalten und ihr unterhaltet mich ja sowieso immer, egal was ihr tut. Der Arti redet wirres Zeug. Hashtag Arti redet wirr. Nein, zu viele Hashtags sind auch kacke. Wobei wir da gerade beim Thema Hashtag sind, habe ich noch abschließend eine kleine Bitte, ein kleines Anliegen, einen Vorschlag. Um mehr von euch mitzubekommen, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid oder irgendwie so. Denn da haben ja schon ein paar nette Leute von euch einen netten Hashtag vorgeschlagen, beziehungsweise der wird ja auch schon ein bisschen benutzt, nämlich Hashtag Team Chaos. Und ja, also ich fände es super, wenn ihr hin und wieder mal den Hashtag benutzen würdet, weil ich dann auch viel übersichtlicher sehe, was ihr so ja, an Unterhaltung an den Tag bringt oder was gerade für Themen aktuell sind, vielleicht wo man dann gemeinsam drüber sprechen kann und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wie das funktioniert und ja, dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen und vielen Dank nochmal für eure ganze Unterstützung und dann sehen wir uns in einem nächsten Video oder in meinem nächsten Stream.
Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. PS, ja, sowas gibt's bei Videos auch. Habe ich jetzt einfach mal so festgestellt. Bitte entschuldigt mein unprofessionelles Auftreten und das, ja, das ist alles noch totales Neuland für mich und ich weiß eigentlich nicht, ob das überhaupt irgendjemand interessiert, was ich hier sage. Wahrscheinlich ja nicht. Oder es ist irgendwie, weiß ich nicht, keiner guckt sich das an. So. Nee, natürlich nicht. Ich wollte eigentlich nur sagen, das ist, ja, ich mache sowas natürlich nicht oft, dass ich mich selbst vor die Kamera stelle und irgendwie Scheiße daherlabe, außer im Stream, da ist das aber natürlich was anderes. Und ich hoffe, ihr seht das nicht so eng und wenn es euch gefallen hat, dann kann ich mich natürlich gerne öfters mal vor die Kamera stellen und irgendeinen Schwachsinn und Wirrsinn labern und über Gott und die Welt reden und, nee, über Gott und die Welt nicht. Über andere Dinge. Hasen. Hasen sind super. Jeder mag Hasen. Genau. Wir reden dann in Zukunft über Hasen. Wenn ihr natürlich Bock drauf habt. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gerne Themen vorschlagen. Dieses Video nimmt kein Ende, wa? Auf jeden Fall könnt ihr mir gerne Themen vorschlagen. Und nein, es gibt keinen Hashtag dazu. Das könnt ihr einfach mal so per Nachricht oder irgendwie Posting. Weiß ich nicht. Lasst euch was einfallen. Könnt ihr mir gerne eure Ideen zukommen lassen. Am besten in den Kommentaren natürlich. In die Kommentare könnt ihr mir Kommentare schreiben. Logischerweise. Auf jeden Fall könnt ihr mir in die Kommentare Kommentare schreiben und diese Kommentare kann ich dann kommentieren. Warte mal, nee, das Format gibt's schon. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, dann mache ich jetzt endgültig Schluss mit diesem Video natürlich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.